Einen wundervollen Tag haben wir erleben. Der Bundesrat, der Beat Jans, hat in Basel Einzug halten und das mit einem wahnsinnig sympathischen Fest. Es hat einen grossen Umzug gegeben und was alles passiert ist auf der Strecke, ich würde sagen, kommen wir mal mit. Nachdem der neue Bundesrat am Bahnhof SBB gebührend empfangen worden ist, hat sich der Festumzug über die freie Strasse zum Marktplatz bewegt. Bevor es weitergegangen ist auf den Klarenplatz, war der Bevölkerungsempfang angereichert mit verschiedenen Ansprüchen und einem Konzert vom Surprise Strassenchor. Es gibt Tower Power hinten drauf. Und soll dir zeigen, wie stolz Basel ist, dass wir einen Bundesrat haben. Wir wünschen dir ein wunderschönes Fest und im Namen des ganzen Grossrat alles Gute für deine Aufgabe. Der imposante Festzug hat sich dann vom Marktplatz zum Klarenplatz bewegt und man hat sich dann zur grossen Wahl 4 im Volkshaus eingefunden. Hier ein paar Stimmen zum Oben. Sarah Weiss, beeindruckender Umzug über die mittlere Brücke. Ja, es war wahnsinnig schön, auch mit dieser Weihnacht. Das ist fast wie ein Weihnachtsgeschenk. Und es hat mich wirklich berührt und ich bin unglaublich dankbar, dass wir den Bundesrat haben. Und ich freue mich jetzt vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem Beat in Bern. Was heisst das, Zusammenarbeit? Gehen ihr da dann auch, also da können die nicht ein Tandem machen, wie jetzt im Nationalrat, wo man sich miteinander in ein Thema reinbeissen kann? Nein, aber es ist sicher so, dass wir natürlich mit unseren Bundesräten, mit allen sehr eng zusammenarbeiten. Und ich bin in der Finanzkommission unter anderem zuständig für das EJPD, das Departement, das Justizdepartement, das der Beat übernehmen wird. Von dem her werde ich sicherlich einiges mit ihm zu tun haben. Und thematisch kann man immer zusammenarbeiten. Und gerade wenn man in der gleichen Fraktion ist, sowieso ist er Teil der Fraktion. Und die Zusammenarbeit, auch baselspezifische Themen, die werden wir natürlich vorantreiben. Tut man hier schon präventiv ein bisschen ein Süppchen hochkochen, indem man sagt, ja, der Beat soll dann schauen für die Asylpolitik? Nein, ich glaube, der Beat hat ein Departement bekommen. Das ist immer so, dass man einfach das Departement noch bekommt. Aber ich glaube, so wie der Beat das Departement, also das Präsidialdepartement in Basel, sehr toll ausgefüllt hat und sehr inhaltsvoll, wird er das auch beim EJPD machen. Und ich denke, es gibt ganz spannende Dossiers, auch ein Teil des Europa-Dossiers mit der Personenfreizügigkeit ist im EJPD. Es gibt grosse Herausforderungen dort, aber er wird das meistern. Und ich bin sehr überzeugt, dass er ein super guter Bundesrat sein wird. Nicht nur für Basel, sondern für die Menschen in der ganzen Schweiz. Pascal Riff, seit dem Bahnhof bist du jetzt eigentlich ein bisschen dieser Vier beigewohnt, dein Eindruck vom Ganzen? Ja, es war ein wunderbares Fest. Es war sehr eindrücklich, auch durch die freie Strasse zu laufen mit den pfeifenden Dammbauern, die vorausmarschiert sind. Die vielen Leute, die Beat Jans zugewunken haben und applaudiert haben. Also wirklich eine ganz tolle Stimmung auf dem Marktplatz mit dieser musikalischen Unterhaltung. Also wirklich ein wunderbares Fest. Man hat jetzt auch gesehen, beim Umzug selber ein bisschen das Status quo von einem Landratspräsident. Ist doch cool, oder? Zuerst kommen die Fahnen, dann Weibel, dann kommt der Bundesrat und dann eigentlich schon gerade du. Mit wem hast du dich umgeben? Jetzt bereits im Nachmittag. Man kann ja hier auch ein bisschen Connections walten lassen. Ja, es ist eine sehr grosse Ehre, dass man in diesem Amt vorne mitlaufen darf. Ich bin mit Monika Gschwind gelaufen, unserer Weibelin, der Cornelia Gisling. Und dann beim Austausch bin ich vor allem mit der Regierungsräte von Basel-Stadt und mit gewissen Grossräten zusammen gewesen. Und es ist immer schön, wenn man sich wieder trifft. Wir haben doch einen sehr engen Austausch und pflegen den Kontakt auch sehr intensiv. So, ich bin schon mehr verschwitzt als der Bundesrat von dieser Festlichkeit. Beat, wie war es für dich jetzt? Ich meine, einen grossartigen Empfang, sicher schon am Bahnhof. Aber das Feeling jetzt vorher durch die Stadt? Unbeschreiblich. So einen warmen Empfang, so viele Menschen, die mir zugewunken haben und sich, glaube ich, wirklich von Herzen auch freuen, das kann man gar nicht ausdrücken. Aber das ist etwas, was ich wirklich im Herz mitnehme und ich glaube, das wird mir Kraft geben für die ganze Amtszeit.
wenn ich so Titel in den Zeitungen gelesen habe, habe ich gesehen, Beat Jans am Ziel seiner Träume. Ist das immer ein Traum gewesen? Ich meine, die war ein anständiges Stück Arbeit dahinter gewesen, vor allem. Es war wirklich eigentlich nie mein Traum gewesen. Zum ersten Mal habe ich mich mit dieser Idee auseinandergesetzt, als ich gehört habe, dass der Alain Berset zurücktritt. Und als ich auch gemerkt habe, dass es in Basel wieder die Erwartung gibt, dass wir endlich auch mal einen Bundesrat haben. Dort habe ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt. Für mich ist es eigentlich immer darum gegangen, für die Menschen da sein, den Menschen zu dienen. Ich habe das auch in Basel sehr, sehr gerne gemacht. Die Bevölkerung von Basel ist mir eigentlich ans Herz gewachsen. Und umso grösser ist jetzt eher, dass ich für die ganze Schweiz darf in der Regierung sein. Die Erwartungshaltung, du hast jetzt angesprochen, die Bevölkerung hat die wirklich ins Herz geschlossen hier in Basel. Aber die Erwartungshaltung vom neuen Bundesrat zu erwarten, dass jetzt auf einen Tag plötzlich Basel wieder im Zentrum steht, auch in Bern, das ist eine Illusion. Du hast Aufgaben, die ein bisschen grösser sind. Ja, ganz klar. Ein Bundesrat ist für das ganze Land da, soll für einen Ausgleich sorgen, soll dafür sorgen, dass es allen Regionen gut geht. Das wird auch meine sein. Aber natürlich, ich sage es immer wieder, eben, die Bevölkerung, der Geist von Basel, der offene, auch ein bisschen mutige Geist, den trage ich im Herz mit und hoffe, dass ich hier etwas beitragen kann mit diesem Geist im Bundesrat. Dann bleib vor allem gesund. Ja, herzlichen Dankeschön. Dank. Merci. So, und der grosse Ehr, auch der Jon Pult ist in Basel. Wie ist das jetzt für dich reingekommen, über die mittlere Brücke laufen mit diesem richtigen Basler Sound? Nein, fantastisch. Also, das sage ich jetzt nicht nur, einfach, weil ich da bin heute Abend. Ich bin ein grosser Fan von Basel. Ich fühle mich da sehr wohl. Mir gefällt der Rhein. Er entspringt ja in Graubünden. Und die Festivitäten für den Beat haben mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und ich bin auch so ein Glücklicher heute Abend. Warum so glücklich? Eigentlich auf der einen Seite ein Verlierer, andersrum aber überzeugt. Das war eine gute Wahl. Ja, ich habe immer gesagt... Und ja nicht gegen dich jetzt. Ja, nein, also ich meine, wenn man kandidiert hätte, ich hätte gewählt werden, ich wäre parat gewesen, hätte es gerne gemacht. Aber ich habe immer gewusst, der Plan B, jetzt aus meiner Sicht, die Wahl von Beat, ist auch eine sehr gute Wahl. Er ist ein Freund, er ist ein Politiker, den ich sehr schätze, persönlich und politisch. Und jetzt hat er es geschafft und darum freue ich mich auch. Und meine Agenda ist dafür heute ein bisschen gemütlicher als die von Beat. Aber du hure schön gsi, bist du gsi. Herzlichen Dank. Danke vielmals, schönen Abend. Ja, und jetzt möchten wir doch gerne noch eine Stimme aus dem grossen Rot haben. Mir ist der Franz Xaver. Und wie ihr wisst, bin ich ja viel im Landrat unterwegs. Aber mit der Grossrot habe ich es noch nicht so ganz zusammen. Franz, ich habe mir aber sagen lassen, du seist doch ein ganz umgänglicher Gesell. Jetzt möchte ich gerne dir das Wort geben, den Eindruck, den du von diesem Tag heute, von diesem denkwürdigen Moment mitnimmst. Also ich finde es super. Ich bin am Bahnhof gesehen und sehe, wie alle die Leute durch die Elisabethenstrasse laufen, durch die Freienstrasse. Und alle haben gelatscht, wo der BA durchgegangen ist. Und ich habe gefunden, dass diese Stimmung Anfang, an der Ende dieses Jahres, unser Bundesrat, ich bin überwältigt und bin mächtig stolz. Ist aber auch in diesem Moment der Anfang von einem neuen Kapitel. Was erwartest du jetzt im Grossen Rot durch die Verschiebung, wie wir gehört haben, ist der Beat doch fast ein bisschen der Pappe gewesen, der auch in der letzten Zeit immer ein bisschen unter der Fittich gehabt hat. Ja, ich glaube, Pappe nicht. Also er hat das gut gemacht, aber gerade die Pappenrolle, er weiss, dass das will er nicht machen. Aber er hat den Kanton jetzt praktisch, der erste Stadtpräsident, der auch dem Amt wirklich mal ein bisschen Form gegeben hat. Und ich hoffe, dass das mit dem Nachfolger von ihm weiter so geht. Es Basel braucht eine starke Stimme in dem Präsidialdepartement, auch mit dem Zusammenhang mit unserem Mitkanton Baselbiet für Frankreich, für Deutschland. Ich freue mich sehr. Und wenn er das in Bern machen kann, den Blick für Europa, fürs Dreiland, freue ich mich nächstes Jahr und die nächsten Jahre mit ihm auch Politik machen, auch in Bern für Basel. Ein schöner Moment auch, dass wir doch ein Stückchen von Berner Luft hier heute haben schnuppern können. Elisabeth, auch du bist natürlich zu diesem denkwürdigen Empfang gekommen. Wie ist das jetzt so für dich? Du hast auch schon einiges erlebt in deiner politischen Karriere, aber das hier so quasi vor der Haustür. Ja, das ist natürlich schon schön. Es macht einem auch stolz, dass man selber den Basler Bundesrat nach über 50 Jahren hat können wählen. Und das freut mich wirklich sehr. Für die Region Basel ist das wichtig. Damit können wir wirklich auch Einfluss nehmen. Und das ist auch gut für unser Selbstverständnis. Ich staune aber immer wieder, es herrscht jetzt allgemein ein bisschen die Meinung,
jetzt haben wir einen Bundesrat, jetzt werden in Basel plötzlich einmal unsere Strassenprobleme gelöst, unsere Asylprobleme und alles. Das ist doch gar nicht so. Nein, das ist natürlich nicht so, weil ein Bundesrat ist für das ganze Land hier, für die ganze Schweiz. Aber wenn man Basel kennt, wenn man mit der Basler Wirtschaft, die ja wichtig ist für die ganze Schweiz, zusammenarbeiten konnte, dann hat man nebeneinander das Selbstverständnis. Und das ist wichtig, dass diese Art zu denken jetzt im Bundesbern mit einfließt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Europapolitik denke, wir kennen hier im Dreiland keine Grenzen. Das ist ganz eine wichtige Kultur, die im Bundesrat jetzt fehlt, die Beat Jans jetzt mitbringen kann aus der Region Basel.